Servus Leute und willkommen zurück zum Farmexperten 2016. So, wir sind auf dem Weg zum Feld und müssen schauen, ob das fertig gewachsen ist. Ich glaube nämlich noch nicht. Wir können auf die 2er Stufe schauen. Nein, das ist auf keinen Fall noch fertig gewachsen. Das bedeutet, wir werden jetzt noch einmal vorspulen, weil es war nicht der Juni, es war glaube ich der Juli. Wäre ja auch idiotisch, wenn das im Juni schon fertig ist, der Weizen. So, der ist besäter Bereich, nein, ist nämlich nicht fertig. Passt. Dann würde ich sagen, auf M gehen werden wir jetzt nochmal schauen wegen Tiere. 6000 Liter, das passt dann, da haben wir auch genug, da haben wir keine, das schaut gut aus. So, Ende des Monats, ist noch nicht fertig, das war mir klar. Funktionsweise den Tag abwarten. Den müssen wir so machen. Und jetzt schauen wir mal. Tiere sind die ältesten, passt. Das bedeutet, wir können jetzt alle verkaufen. Haben jetzt keine Tiere mehr. Jetzt machen wir natürlich eines. Wir gehen zum lieben zu den Fahrzeugen, springen in den Traktor rein, hüpfen da rein und jetzt gibt es mal die Kaufaktion wieder. Wir kaufen günstig Tiere. Kaufen günstig Enten, kaufen günstig Hennen, kaufen Pferde wieder, kaufen günstig Ziegen, kaufen Schafe. Die Ziegen, Schafe sind teurer in der Anschaffung, als was, dafür bringen sie nachher einen Haufen Geld. So, mit dem restlichen Geld würde ich jetzt vorschlagen, die 12.000, will ich gleich einmal investieren in Futter, dass ich hier wegfahren kann. Ich würde sagen, wir gehen einmal auf so, keine Ahnung, Vogelfutter schaut eigentlich ziemlich viel aus, was wir haben. Schauen wir mal, wie viel kriegen wir denn? 5.000, haben wir 13.000. Schauen wir, dass wir dann noch vielleicht auf 2.500 raufgehen. Da kriegen wir halt wenig für das Ganze. So, 2.500. Und für das Restliche kaufen wir jetzt noch gelagertes Heu. Ich weiß nicht, ob so sinnvoll war, das zu machen. Aber für mich ist es halt ein... Nein, ich habe vergessen, Saatgut zu kaufen. Hopfen könnte man, aber 100 Kilo, mit 100 Kilo fangen wir nichts an. Das lassen wir lieber. Da kaufen wir sich nächstes Mal lieber Saatgut irgendwas, keine Ahnung. Weizen haben wir eigentlich noch, wir kriegen jetzt hier beim Vorspulen einiges wieder. So, wir haben jetzt einiges gekauft, sind wahrscheinlich jetzt auch einige Stufen beim Verkäufer. Wo ist er denn? Verkäufer sind wir Stufe 16, ich weiß nicht, ob du mehrere Stufen upgraden kannst. Aber jetzt sollten alle Tiere gleichzeitig zum Verkaufen sein und das immer vor der Ernte. Und das wäre das Geile, wenn das so irgendwie hinhauen kann. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal schauen, ob das Feld überhaupt fertig ist. Wenn nicht, müssen wir ja vorspulen und kriegen jetzt natürlich schon ein hammermäßig viel Geld, weil wir ja jetzt wieder alle Tiere haben. Halt hammermäßig viel, das ist übertrieben, aber ein bisschen was kriegen wir. So, jetzt muss ich nur kurz schauen, aber wir fahren eh den richtigen Weg. Ich hau jetzt die Seemaschine gleich einmal runter, hauen wir dann den Anhänger drauf und fahr zum Feld. Die Maschinen sind jetzt alle repariert. Die Tiere sind wieder alle vorhanden. Reparieren tun wir jetzt laufend am besten. Wir haben die Werkstatt, wir haben wieder volle Tierenzahl, wir haben einiges im Lager an Heu. Das bedeutet, dass uns die Tiere nicht absterben. Ganz wichtig. Und ups, wenn ich von der Straße komme, ist der Traktor, das muss er aushalten. Und ich glaube, das ist jetzt mal ein guter Start, dass wir jetzt an uns Geld verdienen richtig gehen können. Und uns nachher auch darum kümmern können, dass wir anderes Zeug bekommen. Mir wäre gerade Maissilage sehr wichtig, dass die Tiere einfach noch höhere Produktion haben. Ob wir das nicht machen sollten. Weil ihr wisst es noch, ganz am Anfang haben wir ja ein bisschen Maissilage gehabt. Da hat man mördermäßig mit den Tieren verdient. Nur ist die relativ bald aufverbraucht gewesen. Und ja, das ist das Problem. Und ich glaube, sie fressen dann auch weniger Heu. Da bin ich mir nicht sicher. Das will ich jetzt nicht behaupten. Aber ich... Es könnte sein, dass sie dann weniger Heu fressen, wenn du Silage hast. So, runter damit, passt. Anhänger ankuppeln, ab zum Feld. Das Feld ist noch nicht fertig, habe ich jetzt aus der Ferne gesehen schon. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall ein paar Tage noch vorspulen, das war mal aber klar. Weil meistens war es so der 20. herum, wo wir nachher ja, ernten haben können. Und ich bin jetzt auch gespannt, wie viel Ertrag wir haben werden. Weil das sehen wir eigentlich nachher schon bei den ersten 10%, da können wir sich ausrechnen. Auf dem Feld waren es immer so um die 8 bis 9 Tonnen, was wir runterbekommen haben. So, ich lasse den aber da unten auf der Ebene stehen. Dann rollt er mal nicht so weg.
Ich würde sagen, wir spulen vor jetzt noch ungefähr mal auf den 17. Verdienen jetzt mördermäßig Geld. Ihr habt jetzt gesehen, 3.400 in einem halben Monat. Das Feld ist fertig. Wie schaut es denn aus? Sonnig, bewölkt, sonnig. Das passt eigentlich auch soweit. Das bedeutet, wir müssen jetzt auf Funktionsweise wieder gehen. Da auf die normale Geschwindigkeit. Wir haben ordentlich was im Lager jetzt. Und das ist das, was mich ein bisschen stört, dass das der, halt der Mist und die Gülle voll ist. Wenn wir die wegbekommen, dann die produzieren nämlich so viel unsere Tiere, dass das wirklich geil ist. Halt, dass wir da eigentlich schön düngen könnten, Naturdünger auch noch draufhauen können. Und mit dem haben wir dann doch einiges an Vorteil. So, wir haben hier jetzt, okay, fangen wir mal an. Normalerweise müsste das Feld fertig sein. Ich schaue, dass ich da relativ knapp mal ranfahre. Und voll ausgewachsen, 100% perfekt, so soll es sein. Und jetzt bin ich gespannt, wenn wir die ersten 10% dreschen, wie viel wir dieses Mal rausbekommen. So, ein bisschen zurückschieben noch. Das war R und T, wenn ich mich nicht täusche. Genau, 2er Stufe. Und los geht's. Halt, wenn wir die ersten 10% haben, kann ich euch ungefähr sagen, wie viel das ist. Weil bei 1% ist es ein bisschen schwer zu sagen, bei 10% kannst du, bei 20% kannst du es am besten berechnen, aber bei 10% kannst du normalerweise schon sagen, so und so viel kriegen wir runter. Halt, wir müssten jetzt mehr, bei, halt mehr als 800 bis 900 Kilo im Tank haben bei 10% geernteter Fläche. Das Feld war 100% bestellt, war 100% gepflügt und war 100% besät. Das bedeutet, es muss das Maximum jetzt rausgehen, was es gibt. Wir haben noch 5% 400 Kilo. Ein bisschen mehr. Viel mehr Ertrag kommt nicht raus. So wie das ausschaut. Und der Drescher ist jetzt aber mördermäßig repariert. Ich verstehe es nicht, liebe Leute. Also wieso dresche ich jetzt so und mache keine Inseln? Okay. Dann fahren wir halt jetzt in die andere Richtung Inseln. Habe ich zwar das Rohr immer innen, aber wir fahren ja sowieso zum Hängen hinunter. So, 7% haben wir gleich. Halt, ihr müsst ganz in deinem PDA unten das letzte Wert, die geerntete Fläche, das ist das Wichtige. Da sieht man nämlich mit Komma-Anzahlen. Ich schaue, dass ich auch bei 10% kurz stehen bleibe. Ganz genau. Und dass wir es uns ausrechnen können. So, wir sind jetzt bei 10,03. 8,5 Tonnen. Ich verstehe es nicht. Wieso bekommen wir da jetzt nur 8,5 Tonnen runter? Hat das vielleicht mit der Tageszeit auch was zu tun, dass das noch feucht ist? Wir werden das jetzt so machen. Wir werden jetzt kurz mal vorspulen und werden uns den nächsten halt so auf, weiß nicht, auf 12 Uhr zum Mittag oder sowas. Schade, dass man das nicht schalten kann. Du jetzt zwar eh die 24-fache tun und ich bin jetzt gespannt, wie viel ich runterkriege von den nächsten 10%. Das sollten dann so ungefähr sein 1700, wenn wir den gleichen Ertrag haben, und wenn der Ertrag höher wird, sollte man mehr haben. So, ich würde einfach vorspulen und würde weiter dreschen, weil es ist wertlos, da jetzt zu warten. Okay, jetzt haben wir schon einen Fehler, ne? Weil wir waren nur zu schnell unterwegs. So, wieder vorwärts. Ich warte jetzt einfach so bis, keine Ahnung, 10 Uhr herum oder sowas. Dann normalerweise müsste jetzt schon jede Stunde was mehr vergeht. Oder jede Minute müsste dann mehr Ertrag sein. Schauen wir mal einfach jetzt, was wir bei 20% ungefähr haben. Dann sehen wir, ob wir circa mehr haben. Das sind 850 gewesen. Sollten wir so wie circa bei 1600, 1700 sein, wenn wir den gleichen Ertrag haben, bei 20%. Das werden wir einfach gleich sehen, sobald wir die 20% haben. Weil wenn das wirklich ausmacht, was, dass man sozusagen in der Früh nicht dreschen sollte, das ist halt alles nicht erklärt in dem Spiel, das finde ich ein bisschen schade. Beim LS ist das einfach, weil es da nicht so viele Regeln gibt. Wäre natürlich geil, wenn es die geben würde. So, wir haben schon 1550 Kilo. Wow, ich habe wieder schief droschen. War ich wieder unterwegs ein bisschen angesoffen. So 17-18%. 18%, 19%. So,
ungefähr, aber bleiben wir kurz stehen, 20%, 1750, das ist genau dasselbe. Nein, jetzt habe ich wieder da vertan. Wieder die falsche Taste erwischt. Ich finde es jetzt gerade ein bisschen schade, dass das nichts bringt. Wir werden trotzdem bis mittags vorspulen. Schauen wir mal, ob wir vielleicht doch mehr Ertrag haben, als wir uns jetzt denken noch überhaupt. Keine Ahnung, ob es die Wahrheit entspricht oder nicht. Ich weiß halt nicht, ob das Stroh so wegfahren was bringen wird. Halt Ballen pressen und diese dann verkaufen. Das wäre auch noch einmal so eine Idee, dass wir mehr Geld kommen. Aber so wie es ausschaut, sind wirklich die Tiere das, was am meisten Kohle bringt. Bei Biogasanlage oder sowas gibt es ja, glaube ich, nicht. Beziehungsweise die Obstsachen könnte man nachher auch mal schauen, dass wir anfangen. Aber das ist halt wieder ein bisschen was mit Investitionen beschäftigt. Und wenn, dann sollte ja das gleich mal ordentlich sein und dann nicht irgendwie wieder. Dass uns noch die Maschine fehlt und die Maschine fehlt. Halt, wir müssen jetzt wirklich einfach auf einmal auf Kohle gehen. Aber wir kriegen wirklich nicht mehr runter. Wir werden jetzt von 30 auf 40% schauen, wie viel Ertrag wir runterbekommen, würde ich jetzt noch mal schauen. Weil jetzt haben wir schon 7.24 Uhr, halt jetzt müsste es dann schon auf jeden Fall, wenn das wirklich mit der Sonne irgendwie zu tun hat. Wir haben heute einen sonnigen Tag, das sollte eigentlich perfekt sein für die Ernte. Wenn das was damit zu tun hat, dann sehen wir das da auf jeden Fall. So, bei 30% müssen wir sich merken, wie viel Liter wir haben. 2600 Kilo, glaube ich, so ungefähr, so wie es ausschaut. So, wir sind bei, jetzt fahren wir gerade mit der Hand, nämlich. So, das sind ca. 30%, sind 2600 Kilo ganz genau. Wenn wir jetzt auf 40% gehen, müssten wir haben 3450, wenn wir den gleichen Ertrag haben wie vorher. Das werden wir jetzt überprüfen. 3450 circa. Bin gespannt bei 40%, ob wir die haben oder nicht. Bei Wendern ist es wirklich, hat es mit der Sonne auch nichts zu tun. Dann ist es, kannst du dreschen, wann du willst. Dann weiß ich aber nicht mehr, warum wir das eine Mal so viel runterbekommen haben und die anderen Mal. Kann es sein, wenn wir selber gepflügt haben, das eine Mal noch? Aber ich glaube, da haben wir nicht. Wir haben ja nur ganz am Anfang selber gepflügt. Dann haben wir ja eigentlich alles in Helfer machen lassen. Immer. Zumindest das Pflügen. Pflügen kann ich mich nicht mehr erinnern, dass wir gemacht haben. Wenn wir gesagt haben, das ist eine Arbeit, die so blöd ist, die so ewig dauert, weil der so schmal ist, der Pflug. Halt wie halt in echt auch. So, ich habe jetzt nicht geschaut, also wir sind ja noch bei 40%. Jetzt müsste man nachher gleich schauen, weil 3450 haben wir gesagt. 40% sind wir gleich dort. So 37. Größeren Drescher. Das ist auch sowas, was man sich anschaffen werden. Irgendwann. Wenn wir das Geld dafür haben. So, wir sind gleich bei den. Weil es war 39, irgendwas. Halt, das können wir ungefähr schauen. Ja, es ist genau derselbe Ertrag. Es ändert sich genau gar nichts. Halt, wir können jetzt ganz einfach weiter dreschen, dann sehen wir, ob wir eine Ertragssteigerung haben. Es sollte auf dem Feld runterkommen circa 8500. Wenn wir die 8500 runterbekommen, dann hat sich mit dem Ertrag nicht wirklich was geändert. Wenn da, keine Ahnung, 200-300 Liter mehr runterkommen, dann hat sich sehr wohl was geändert, weil 200-300 Liter gleich einiges ist, auch wenn wir jetzt den Ernteprofi gerade bekommen haben. Aber Ernteprofi ist jetzt nicht so ein Status, der, glaube ich, so viel bringt. Er bringt ein bisschen was, aber jetzt nicht so mörder viel die Ränge. Weil ich jetzt glaube, dass das vielleicht mehr reinspringt. Weil dann kann es sein, dass wir eigentlich ziemlich immer denselben Ertrag haben auf den Feldern. Von Anfang an, auch wenn wir da jetzt höher werden mit dem Level. Das ist wahrscheinlich in so einem marginalen Prozentsatz, dass man das nicht wirklich opt. Ja, es ist halt cool, dass es Level gibt dann. Nur sie bringen sozusagen nichts. Es wäre cool, wenn es ein Level-System geben würde oder sowas, dass man sich nachher als bessere Maschinen kaufen kann. Das wäre auch geil. Wäre auch irgendwas für ein LS. Da gibt es ja auch eine Mod, da könnte ich im nächsten Bad mal drüber reden, halt eine Mod-Map für den LS15. Da rede ich im nächsten Bad ein bisschen, da hat sich ein Modder ein bisschen mehr Arbeit gemacht. Ich weiß nicht, ob sie das schon kennt und deswegen würde ich sagen, ich mache da einen kleinen Cliffhanger jetzt diesmal wieder hinein
und wir sehen uns morgen wieder, wenn es hier weitergeht beim Pharmaexperten 2016 mit dem überfüllten Mähdrescher bei erst 84%. Bis dann, tschüss.